herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Biken mit Kids Real World Test. Und heute möchte ich euch mal die Kinderfahrradhelme vorstellen, die unsere zwei Kleinen die ganze Saison getragen haben. Und ja, wir erzählen euch, was uns gut gefallen hat und was weniger gut. Erstmal möchte ich was über die Firma TSG, von der diese Helme sind, erzählen. Und zwar, ich habe es in anderen Videos schon erzählt, es ist eigentlich immer, oder es gibt immer dann eigentlich guten Stuff, wenn die Besitzer selber Kinder haben. Und ich habe mit TSG gesprochen, da gibt es eine sehr, sehr nette Story. Und zwar, als die Besitzer selbst ein Kind bekommen hatten, haben sie eben beschlossen, zu ihrer bestehenden Helmpalette und Protection-Palette eben Kinderhelme zu machen. Und der ganze Kindergarten musste die Köpfe herhalten und auf sämtlichen Kindern wurden verschiedene Helmdesigns, verschiedene Helmformen getestet, bis sie dann eben mit ihren Helmformen in die Produktion gegangen sind. Und rausgekommen sind sehr, sehr leichte, wirklich stabile Inmold-Helme. Also Inmold heißt, dass der innere Schaum und die Außenschale fest miteinander verschweißt sind, wodurch man einen sehr leichten, sehr hochwertigen und ultrastabilen Helm bekommt. Und gerade das Gewicht ist bei Kindern aus meiner Sicht ein Riesenthema, weil die Nackenmuskulatur noch nicht so ausgebildet ist. Und ja, meine Kids lieben sie. Fangen wir mal an mit dem Nipper. Der Nipper ist so der Kinderhelm-Klassiker von TSG. Den hatten wir letztes Jahr schon mit lustigen Designs. Heuer haben wir die Solid-Versionen, also Solid Black und einmal Solid Gelb. Wobei das kein Nipper ist, erzähle ich aber gleich. Und die Nipper kommen komplett ohne dieses Einstellrad, das man von vielen Kinderhelmen kennt, hinten aus. Der Grund dafür ist, dass wohl einige Verletzungen auch auftreten bei Stürzen durch dieses Rädchen, was dann hier eben hinten zwischen den, sag mal, Kopfknochen und der Wirbelsäule reindrücken und dort eben schwere Nervenschäden oder Schäden der Wirbelsäule hervorrufen können. Man verzichtet hier komplett drauf und regelt die Größe durch Polster, die einfach mit einem Glättverschluss eingebaut werden können. In jeder Tüte zu jedem Helm gibt es drei verschiedene Päckchen mit unterschiedlich dicken Polstern und so kann man den Helm sehr, sehr schnell einstellen. Was hat der Helm noch? Er ist leicht, hatte ich gesagt. Er hat gute Lüftungslöcher. Meine Tochter hat hier hinten sich übrigens schon selbst verewigt. Also das ist kein Standarddesign. Der Helm kommt eigentlich nur mit diesem Branding und sonst wirklich ohne allem. Aber die Kinder haben die Aufkleber erwischt. Und wir haben eine Schnalle zum Zumachen. Die finde ich insofern gut, weil sie die Kinder gut bedienen können. Auch mit Handschuhen sind sie leicht zu öffnen, leicht zu schließen. Also das ist, denke ich, fast Standard bei Kinderhelmen, aber gut gelöst. Es gibt auch hier ebenfalls Standards, diese Kunststoffteile, wo man die Länge der Bänder einstellen kann. Hier ist ein bisschen der Nachteil, dass die sehr, sehr leicht verrutschen. Die rutschen immer so ein bisschen nach unten. So. Und man muss die öfter mal nach oben wieder schieben. Also die könnten aus meiner Sicht ein bisschen fester sein, ein bisschen stabiler angebracht sein oder einfach besser schließen. Ja, sonst gibt es zu dem Helm eigentlich nichts zu sagen. Meine Kinder lieben ihn. Er könnte vielleicht noch einen Ticken, finde ich, vorne tiefer gezogen sein. Ich finde, mehr auf der Stirn sitzt er doch relativ hoch bei unseren Kindern. Aber sonst, die Kinder lieben ihn. Ist wirklich ihre liebste Kopfbedeckung. Mehr Stories zum Nipper findet ihr übrigens auch auf unserer Website www.biken-mit-kids.de. Und dann kommen wir zum nächsten Helm. Das ist kein Nipper. Das ist der sogenannte Meter. Man sieht es hier an den wabenförmigen Öffnungen vorne. Hier hinten sternförmiges Design, also sehr stark angelegt an klassischen Skate-Helmen. Fand mein Sohn auch extrem cool. Wie ihr seht, der ist auch wirklich benutzt. Hier gibt es alle möglichen Flecken und anderen Ablagerungen, aber ich sehe hier keine Delle, was mich jetzt eigentlich fast wundert. Aber auch wieder Inmold-Helm, sehr, sehr stabil. Ist ja ähnliche Gewichtklasse wie der Nipper, ein Ticken schwerer vielleicht.
ist auch wieder hier mit herausnehmbaren Polstern gemanagt, hat aber eben zusätzlich dieses Rad hier hinten. So sieht man es. Auf die Frage, warum dieses Rad, hat mir TSG geantwortet, dass sie sich dem Druck der Industrie gebeugt haben. Ja, eigentlich schade. Ich meine, praktisch ist es schon, muss man schon sagen, gerade mit Mütze und so. Aber wenn das wirklich ein Verletzungsrisiko hier hinten stellt, dann würde ich eigentlich wieder fast zu dem Nipper tendieren. Ich werde auch wieder den Nipper kaufen. Der war nur leider nicht mehr verfügbar in der Größe. Also der Nipper Maxi wäre das Richtige gewesen. Aber ansonsten sitzt der Helm ebenfalls gut. Das gleiche Problem hier mit den Bändern. Das rutscht immer nach unten. Könnte ein bisschen fester sein. Ein guter Clip. Sonst ein leichter, stabiler Helm. Sieht cool aus. Kinder mögen es. Ja, und wie gesagt, ein paar mehr Details könnt ihr zu den Helmen von TSG auf unserer Webseite nachlesen, www.biken-mit-kids.de. Unter Material- und Kaufberatung gibt es einen speziellen Helmtest. Gibt es auch noch mal ein paar Bilder mit meinen Kindern im Helm. Und danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.